Heute zeige ich euch den Markt von Sineo und das Kloster Juck. Viel Spaß mit dem Video. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute sind wir in Sineo. Da ist heute im Markttag. Jeden Mittwoch ist da ein großer Markt in der ganzen Stadt. Die Stände sind überall durch die Gassen verteilt. Der Markt findet jeden Mittwoch zwischen 8 und 14 Uhr statt. Und jetzt schauen wir uns hier mal um. Misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Der ist wirklich riesengroß. Wir laufen jetzt schon über 2 Stunden rum und haben immer noch nicht alles gesehen. Wir haben uns jetzt ein wenig mit Obst und Brot auf den Markt hier eingedeckt und eine frisch gepresste Flasche Orangensaft haben wir noch gekauft. Da gibt es wirklich jede Menge zu kaufen, alles was das Herz begehrt.
Es gibt auch einen kleinen Tiermarkt für die Bauern. Es schaut leider nicht so geil aus, aber so ist es halt. Es gibt auch einige afrikanische Stände. Da glaube ich einmal, war die Echtheit nicht so ganz so stimmen. Aber dennoch ist der Markt wirklich sehenswert. Man kann hier wirklich einmal 2-3 Stunden verbringen, wenn man noch ein bisschen Obst und Gemüse braucht. So, als nächstes zeige ich euch das Kloster Juk. Das liegt im Tramuntana-Gebirge. Das Kloster Juk ist aus dem 13. Jahrhundert und es liegt mitten im Tramuntana-Gebirge. Heute befindet sich darin ein Internat. Die Kinder werden hauptsächlich musikalisch darin gefördert. Es gibt noch ein Museum zum Anschauen und man kann im Kloster sogar übernachten. Es gibt nämlich 81 Zimmer und 39 Apartments im Gästetrakt. Die Zimmer reichen vom normalen Standard bis zum gehobenen Standard. Für jeden Geldbeutel ist da was dabei. Falls ihr aber im Kloster übernachten wollt, dann solltet ihr unbedingt reservieren, denn die Zimmer sind besonders bei Wanderern beliebt und somit sind sie schnell ausgebucht. Vom Kloster aus gibt es nämlich viele verschiedene Wanderrouten und deswegen ist die Nachfrage sehr hoch. Oder ihr kommt einfach vorbei, so wie ich, schaut euch das Kloster an, denn es hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Anreisen könnt ihr zum Beispiel mit einem Mietwagen, denn es gibt einen großen Parkplatz am Kloster. Oder ihr kommt mit dem Bus zum Kloster. Es fährt nämlich von Palma aus die Buslinie 301 und die Linie 312 zum Kloster Juk. Ihr kommt aber auch von jedem anderen Touristenort mit dem Bus zum Kloster. Das Kloster kostet 8 Euro Eintritt pro Person und da ist dann auch die Parkgebühren sind mit enthalten. Ob sich das Kloster lohnt, sich anzuschauen, muss jeder für sich entscheiden. Mein Fazit ist, kann man machen, muss man aber nicht. So, zum Abendessen sind wir jetzt nach Kala Rajada gefahren, ins Restaurant Elforia. Das ist ein Tapas-Restaurant. Die haben eine große Auswahl an verschiedenen Tapas.
Das Konzept ist da wirklich einfach. Man sucht sich die Tapas aus, die man möchte, kreuzt sie dann auf dem Zettel an und nach einer kleinen Wartezeit kann man dann die Tapas genießen. Ich glaube, ich habe ihn gefunden, den besten Tapasladen, ich würde es vielleicht sogar behaupten, von ganz Mallorca. Das Elforia in Cala Radiada. Die machen mega Tapas, schmeckt super lecker und preislich völlig okay. Tapas kosten zwischen 4 und 6 Euro. Mega Preis, würde ich sagen. Woanders kosten sie oft wesentlich mehr. Kann ich echt nur empfehlen, der Laden. Und somit beende ich dann auch das Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da und abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!